Jetzt kommt wieder der Link. Wir sind wieder zurück, brav wie immer, bis Mitternacht oder so. Jetzt haben wir ein Spiel, was wir gerade festgestellt haben, ist eigentlich von letztem Jahr. Wir haben es aber nicht vorher uns angeschaut, beziehungsweise spielen es jetzt trotzdem zum ersten Mal und ist genau eigentlich die Art von Spiel, die bei mir alles triggert, weil Karten, lustiges Thema, ein bisschen optimieren und soll sehr spaßig sein. Ist ein Kartenoptimierspiel für 2 bis 4, glaube ich. Ja. Dauert 45 Minuten und ist bei Deutsch bei Skellig Games zu erwerben. Wir haben es hier schon mal aufgebaut. Es liegen Strände aus in Santa Monica. Das hier ist der Startstrand. Es gibt Karten, die kann man nur oben anlegen. Die erkennt man auch am Meer. Und es gibt Karten, die kann man nur unten anlegen. Die erkennt man an der Promenade. Und es gibt Karten, die den Strand auch mal beenden könnten an einer Seite. Und wir legen hier immer Karten an. Natürlich können wir hier keine Löcher lassen, also wir müssen immer passend anlegen. Das heißt, wir brauchen eine Promenade, um hier noch eine Promenade hinzubauen. Die Karten bringen uns zuerst ein VIP und auch Geld. Das sind Dollars, ne? Was war das? Sanddollar. Sanddollar. Ja. Und sie bringen uns eine Spezialfähigkeit, wo der VIP hinlaufen soll. Und sie bringen dann halt einzelne Aktionen und Wertungen. Wir können Figuren bewegen. Wir sorgen dafür, dass neben dieser Karte möglichst wieder eine passende Karte kommt. Der hier will jetzt zum Beispiel, da sitzen ja Touristen, die wollen ein Einkaufscenter haben, einen Supermarkt oder sowas ist das hier, glaube ich. Was ja auch wieder thematisch passend ist. Ja. Ein Geschäft. Und es sind lustige Grafiken hinterlegt. Wie die Wertung ist, seht ihr da dann. Wir können immer eine Karte von hier unten nehmen. Wenn wir hier nehmen, kriegen wir auch noch einen Sanddollar. Wenn wir hier nehmen, können wir uns nochmal bewegen. Die Karte müssen wir anlegen, kriegen sofort das, was dargestellt ist. Oder wir sagen, nix da, ich gebe Sanddollar aus und mache eine dieser Aktionen. Die oben rutscht dann einfach runter. Und wir haben hier Wertungen, die längste Welle, die längste Kette einer beliebigen Art, aber nicht die Welle, also zum Beispiel Einkaufsläden oder Sportplätze. Ketten sind dann benachbarte Karten, diagonal und orthogonal, dass es eine Straße gibt. Und was war die Strafe gibt es für denjenigen, der die wenigsten Leute hat, die irgendwo in so einem Kreis sind, sondern gar nichts zu tun haben. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Es liegen die 8 Karten da. Das ist die untere Reihe, die immer aktiv ist. Das ist die Zukunftsreihe. Mit der kann ich, glaube ich, auch aus der oberen Reihe nehmen. Zahle 2, nimm von irgendwo. Genau, damit kannst du von irgendwo nehmen. Damit könntest du auch in die Zukunft greifen. Korrekt. Wir brauchen noch einen Startspieler. Letztes Mal. Die Laura, damit bin ich der Letzte. Das heißt, ich darf die da platzieren und ich darf zuerst einen hiervon auswählen. Ein VIP, 2 VIP, jeder Besucher von Fußballplätzen und Wellen. Die sind aber wahrscheinlich nicht überall da. Ja, das ist schwierig. Oder nimmt man die? Ist ja irgendwie austariert hier, ne? Ich nehme mal, ich will was mit Sanddollar haben. Das war Einkaufsladen und was ist das? Das ist zu Geheimort. Geheimtipp. Geheimtipp. Was man sich unbedingt ansehen müsste. Ich nehme mal die da. Jeder Besuch des Dings auf der Promenade. Jedes Besuchte. Dann kriege ich auch automatisch einen VIP und einen Sanddollar. Versuch's mal mit dem hier. Alright. Kriege ich 2 VIPs. Und dann nehme ich den. Ich zoome mal hier noch ein bisschen aus, damit ihr auch mehr seht. Dann kommen die 3 aus dem Spiel. So. Und Andi darf noch die beiden rosanen, einmal den Foodtruck und einmal den Gourmet. Genau. Ah ja, mein Gott, lasse so. Startaufstellung sagt immer, dass die beiden 2 Felder voneinander entfernt sein sollen. Genau, lasse so liegen, das passt schon. Und dann darf Laura einfach. So. Dann zoome ich jetzt noch einen Ticken ran, dass man vielleicht die meisten von unseren Karten aktuell sieht. So kommt's hin. Okay. Ich fahre meine Promenade an. Genau, du kriegst. Und jetzt 3 Einheimische. Genau. Der rutscht runter. Haben wir noch gesagt, wann das Spiel zu Ende ist? Ach ja, sobald einer 16 Karten. 16 oder 14 war es, ne? 14.
Ich wollte noch gucken, ob wir da noch eine Aktion haben oder ob es sofort rum ist. Du hast gar nicht mehr, das stand am Anfang. 14, aber ohne das Plättchen, also 14 Karten. Somit die letzte Runde einläutet. Also bald einer 14. Das Spiel geht so lange, bis einer 14 merkt und damit ist die letzte Runde. Okay, 14. Ist ja gar nicht so viel. Heißt 7, 7 oder 4, ja. Okay. Ihr habt beide genommen. Du hast nichts. Ihr habt beide keine Aktionen damit gemacht. Gibt es keine Bewegungsaktion? Doch da. Warum hast du die nicht genommen? Ich nicht. Was? Was ist denn dieses Kreuzsymbol? Kreuzsymbol, denn? Ach, kein Ring. Du darfst keinen Ring neben, direkt nebeneinander sein. Alles klar. Was ist denn kein Ring? Achso, ah, so ein Ring, ja. Also, ja. Wenn ich jetzt die hier platziere, wäre blöd. Ja. Ring, Ring. Kein Ring. Und ich krieg für besuchte Fotos, Touristenshops und Geheimtipps. Das hier ist ein Geheimtipp, ne? Touristenattraktion und Geheimtipps. Ja. Das hier ist doch ein Geheimtipp. Ja, der hat alles vier quasi, ne? Ja, dann nehme ich mir den doch mal. Weil da das Männchen ist, darf ich dich bewegen. Und das Männchen geht einen weiter, ne? Genau. Dann lege ich den hier mal unten an und ich darf mich ja bewegen, also bewegt sich mein VIP und hinterlässt ja dann hier Fußspuren. Ja, dann rutsche ich da runter. Und jetzt will ich nur keinen Ring da neben dran haben. Hm. Ich nehme den hier und weil da der Typ steht, kann ich noch einen bewegen. Ich bewege den VIP und der hinterlässt Fußspuren. Jetzt gucken wir mal. Ich meine, es war aber immer ein Feld, die sich bewegen. Zwei wäre ja zu viel. Ne? Der nee. Kommt runter. Genau, ein Feld nach rechts. So, jetzt muss ich ja eigentlich diese Aktion machen. Musst du nicht. Na, aber um diesen glücklichen Wenn man die Aktion macht, kriegst du ein Geld unten laufen oder zweimal Geld. Dann bewegt sich aber nur der Trag, nicht das Männchen. Mhm. Und mit Laufen darf ich eine Figur bewegen, ne? Also theoretisch. Ja, oder zweimal eine, ja. Aber wenn du die nicht nimmst, kannst du ruhig machen, weil ich will die haben. Aber ich möchte sie auch haben. Schade. So. Mit der Aktion darf ich jetzt zwei beliebige, zwei Karten weit bewegen. Zwei Figuren? Ja. Und theoretisch darf ich die dahin bewegen. Ja. Und ja. Hinterlassen sie hier und hier. Da glaube ich nur ein Marker wichtig ist. Genau. Weiß nicht, ob das so clever ist. Wahrscheinlich ist es bei dir eher clever, wenn du einen nach links und einen nach rechts laufen lässt, aber mach mal. So, als hätte ich jetzt fast getippt. Ist das. Achso, dann bewegt sich. Ja, Padawan, ich darf ja einen Schritt machen. Ich könnte ihn jetzt ja wieder zurückbewegen. Ne? Kannst das du machen. Oder nimmst du jetzt einfach zwei Sanddollar. Oder ich nehme zwei Sanddollar. Zwei Sanddollar sind auch gut, weil dann kann man mal so eine Aktion machen. Ja. Der wird zwei bewegt, genau, damit die wieder ein bisschen auseinanderstehen. Weil wenn sie jetzt beide bewegt werden, würden sie ja nie auseinandergehen. Genau, und die will ich jetzt möglichst nicht, weil die bringt wieder Sieg. Weniger Siegpunkte. Ich will aber auch mal irgendwie Leute bei mir. Du kannst aber ja auch an der Seite anbauen, ne? Ich kann auch an der anderen, das ist korrekt. Und ich will auch irgendwann mal Leute bei mir haben und vor allem diese Orte. Ich will vor allem mal blaue Leute bei mir haben. Wie kriege ich denn Leute? Da ist Leute. Hier ist Leute. Drei falsche Leute. Wieso denn falsche Leute? Nein, für mich falsche Leute. Ja, für dich. Wie interessierst du denn, mein Freund? So, zack. Dann geht der einen Schritt weiter und ich darf auch eine Person bewegen, wenn ich es wollte. Ja, wo bewegen sie sich denn hin? Ist ja nicht so super viel zur Auswahl hier gerade. Ich würde sie gerade mal sich nicht bewegen lassen. Also das zusätzliche Bewegen war gerade für ein Popo. Und hier ist so ein Kettensymbol drauf. Das heißt, ich würde versuchen, jetzt wieder einen Tourismus hier oder hier anzulegen, um so eine lange Kette zu bekommen. Ja, nächster. Gar nicht so einfach. Ja, wenn man zwei von denen benachbart hat. Das hättest du schon. Oder? Ja. Ja, hättest du schon. Oder? Nee, sie kann ihn da, sie kann nicht nach oben, weil sie Promenade kriegen kann. Ja. Ja. Ja, dann funktioniert es aber ja eh nur mit der Langkarte. Das ist nicht am Stück gemeint, ne, sondern die müsste dann dazwischen liegen quasi. Ja. Ja. Benachbart halt. Ja. Einer, entweder oben, unten, links, rechts, aber es müssen zwei sein. Ja. Ja. Oder ist das, meinst du das gemeint hintereinander? Das glaube ich nicht. Nee, aber läge die jetzt hier, dann könnte eine links und eine oben. Ja, genau. Ja. Oder könnte sie oben gebaut werden? Ich guck mal nach.
muss die Karte benachbart zu zwei oder mehr dieses Kennzeichens liegen. Ja. Ich frage mich nur, warum alle vier Richtungen, weil Promenade kann doch nicht oben liegen. Aber es ist doch das Symbol dafür. Sie wollen das Symbol nicht ändern. Gleich, ja. Okay. Und hier sind ja auch alle Symbole erklärt. Ja, aber, ne, deswegen bei Strand und bei Dings müsste es eigentlich immer nur drei Pfeile sein. Ja. Theoretisch, weil das geht nicht nach oben. Aber da wäre ich jetzt mit dem Redakteur immer das gleiche Symbol ist besser als... Ich nehme es trotzdem, weil ich kann ja auch auf der anderen Seite einfach noch als korrekt. Anderen... Korrekt, brauchst du noch eins. Oder oben drüber. Dann kann ich den bewegen und... eine Figur, meine Figur kann ich bewegen. Und da bewege ich meinen... Ich glaube, das Spiel geht ratzfatz, ehrlich gesagt. Ja. Weil die kannst Laura... Haben, Laura hat schon... so. Drei. Jetzt nochmal zur Sicherheit. Ich nehme jetzt die... Die zwei kommen hier direkt drauf. Auf die Karte. Oder wo kriege ich die hin? Ja. Du brauchst noch 14 Karten, muss man noch anlegen. Okay? Ja. Du hast doch schon drei. Ja. Das heißt, ich bekomme die beiden hier hin. Dann hätte ich es direkt grundsätzlich gewertet. Wenn am Ende, wenn ich sie so lasse, wenn ich sie da lasse. Und ich kann bis zu drei Figuren hierher bewegen. Die Frage ist, darfst du direkt in den Ring stellen? Oder müssen sich erst den Ring reinbewegen? Ich gucke nach, aber mach erst mal. Ja. Das wird aber gleich die nächste Frage bedeuten. Dieses Symbol zeigt eine Farbe, die angezeigten Personen ihrer Karte hinzu müssen. Das ist nicht optional. Müsst ihr zwei Einmilch aus dem Vorrat nehmen und dieser Karte hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Ring gemeint ist. Wie weit bewegen könnt? Zwei Felder weit zu bewegen. Siehst du irgendwo Ring? Ist da irgendwo eine Beispielkarte für einen Ring? Das wird schon passen. Aber da unten ist doch irgendwie 1, 2, 3 mit Ringen da. Ja, ja, der geht drei Schritte. Der geht eins hoch, also das sind zwei Schritte, wenn du nach oben gehst, auch hier. Das ist nicht 1, wenn du hier hoch willst, sondern 1, 2 und hoch. Aber der ist direkt im Ringen, also ja, wird schon gehen. Und bewege bis zu drei Figuren hierher, dann bewege ich einen. Deswegen ist hier auch so eine leicht graue Linie. Ja, und aber dann hat dein Typi auch da unten die Fußspur hinterlassen, weil das gleiche Problem habe ich auch. Weil der ist ja von da nach da du gelaufen, hast oder? Voll und ganz recht, weil der startet ja hier unten. Genau. Ja. So, ich kann bis zu drei hierher bewegen, habe den jetzt hierher bewegt, mehr will ich nicht. Der stand jetzt hier, kriegt der jetzt auch schon eine Fußspur? Ja, weil da ist er. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja. Der hat sich jetzt einmal bewegt, weil da noch einer ist. Ne? Ja. Aber ja, der andere hat sich. Ach so, ja, klar. Der zweite hinterlässt dann halt nichts mehr. Ja, passt. Dann bin ich, da drüber will ich was, was nicht Dings ist. Ich will eine lange Kette mit Touristen. Ich will eine lange Kette mit Touristen und ich will generell Touristen und Geheimort. Dann nehme ich hier. Dann darf ich nämlich zwei Geld oder zweimal bewegen. Ich entscheide mich für zweimal bewegen. Und jetzt will ich ein benachbartes Einkaufszentrum da dran haben. Und dann ist der... Irgendwas musst du noch bewegen, ne? Habe ich. Nee, den Ach so, Truck. Ja, den Truck. Da bin ich dran. Ich nehme die. Dann komme ich drei runter. Und du hast noch eine Bewegung. Das ist richtig. Und ich bewege. Ich habe zwei Bewegungen, ne? Einmal von da und einmal von da, richtig? Ja. Dann bewege ich. Ich finde es erstaunlich, wie wenig Leute kriege ich gerade. Da oben ist jetzt einer. Aber die da drunter ist echt übel. Wenn eine Karte aus der oberen Reihe tausche zwei Karten in deiner Stadt, entferne Leute aus deiner Stadt. Okay. Falls du jetzt sagst, hier, ne, ich will hier wenig ja, ja, also haben, die Strafe nicht haben, weil ich nicht genug Ringe habe. Mhm. Ja. My turn it is. Ich hätte gerne einen roten. Wo sind denn rote? Gibt es noch da ist ein roter, aber das ist nicht hier. Okay, dann will ich hier was umbringen. Das? Was ist das da für ein Schild? Darfst du keine Figuren haben, sonst kriegst du. Also angrenzend. Sonst kriegst du 4 Minus. Angrenzend. Ja, wie wir sagen, ne? Angrenzend, keine beliebige Figur. Oh, sonst ach, wegen Haien. Oh, das ist aber dann nicht so gut.
Oh, ich will aber da kommen. Also, der geht noch einen weiteren Kriegsfall. Okay. Nicht beeinflusst alles. Da kommen aber auch viele Touristen. Was sind das für eine Baracke? Volli ist zu mieten. Da kommen viele Touristen rein. Ja, das ist eine billige Absteige. Wie nimmst du der E? Die nehme ich mit, indem ich 2 Sanddollar ausgibt, die ich nicht habe. Ne? Und wenn man die nimmt, kriegt man 4 Sanddollar. Oh. Und das ist das Symbol für eine beliebige Karte? Warum ist das blau und rot? Naja, weil du die Karte nehmen kannst oder die oder die oder die oder die. Ja, aber du kannst auch die oberen nehmen. Ah, ich kann. Ah, die müssen Symbole. Dann nehme ich halt. Nein. Nee, da bekommst du 2 Sanddollar. Ich nehme den Haifisch, komm. Geht jetzt eins weiter. Kriege ich einen Sanddollar. Dann mache ich halt hier jetzt mal so einen Haifischstrand, wo keiner hin will. Aber ich kriege ja für 4 Sanddollar. Das ist vielleicht echt gut. Ich habe genug Geld hier, um Zeug zu machen. Und die Karten da oben zu nehmen, die ich gerade 2-mal nehmen wollte. So, dann kann man hier vielleicht nochmal ein bisschen ranzoomen. Nimm die Finger weg. Das war meine Baracke. Ja, ich bin hier für die billige Absteige. Schlimm ist, ich wollte die haben. Oh. Ich habe dafür gesorgt, dass er sie kriegt. Ja, danke, Andi. Ja. Das will man machen. Danke, Andi. Zurück zu Lück. Körperliche Schmerzen zu beugen. Die ist noch ganz gut. Wenn ich den da hinkriege. Und noch irgendwen. Ja. Zahl 2. Nimm das von irgendwo und bewegt noch neu. Ich zahle mal 2 und nimm einen der 2 genannten von irgendwo. Aber das ist nicht so eine Kettenkarte, ne? Da muss ich ja mehr von diesen Kettenkarten haben. Ne, die muss keine Kettenkarte sein, die muss nur das Symbol haben, das hat sie ja. Ist das so? Mhm. Ja? Mhm. So. Und dann darf ich noch 2 Leute eins bewegen, dann bewegt sich mal mein Lip. Und mein Lip. Guck ich gerade mal nach mit der Kettenwertung. Dann ist dein Zug schon fertig. Mhm. Solange jede Karte in der Kette benachbart zumindest einer anderen Karte mit dem Symbol liegt. Ja, aber das muss ja dann schon eine Kette sein. Nee, mit dem Symbol für diesen Gebäudetyp. Nicht mit einem Kettensymbol. Kettensymbol gibt es ja viel seltener. Jede Karte hat ja verschiedene Symbole hier mit Wellen. Ja, aber für das, was du meinst, brauchst du das da. Hier kriegst du 5 Palmen und dann noch für jede weitere Palme 7 Punkte, wenn es auch mehr ist. Nein, da hast du gesagt, die muss mindestens aus 5 Palmen bestehen. Muss mindestens aus 5 Palmen bestehen. Und dann kriegst du pro Palme einen Punkt. Genau. Zum Beispiel das hier. Dann habe ich nämlich, ich krieg 3, aber ich muss 3, ich habe aber schon 4. Also kriege ich schon 4 Punkte. Habe ich es nicht verraten, dass ich diese in einer Kette von Ortssymbolen befindet. Ja, ist okay. Ihr habt recht. Gut. Ich mach das auch. Will nämlich wieder schummeln. Ich bin wieder. Ja. Dann komme ich erst ruhig. Und baue die hier an, weil sich das gerade irgendwie so angeht. Und dann darf ich noch 2 bewegen. Schnappatmung. Dann bewege ich die 2. 2. Was ist denn das da für ein Symbol? Ich kriege 2 Figuren und darf 2 Figuren ein Feld bewegen, dann bewege ich die da. Clever. Das hätte man so geplant. Ja.
Diese Karte muss benachbart zu einer Karte liegen, die Sand oder durch Platzierungsaktionen gibt. Okay. Dann bin ich. Gibt zwei Sanddollar auf. Wo kriegen Sie Sanddollar her? Vom Hai. Vom Hai? Der sonst ziemlich bescheiden ist. Was macht ein Hai mit Sanddollar? Oh. Hat einen reichen Touristen gefressen, ne? Ich mache die obere Aktion. Mhm. Da kommen schon wieder drei. Das kannst du da nicht anlehnen. Also. Ah, ich hatte noch gerade irgendwas Cleveres. Warte mal. Tausch zwei Karten. Ach, dann war es nicht das, was ich wollte. Ich habe ja nicht auf die Promenade geachtet, sonst wäre es ganz cool. Da wäre das recht offensichtlich. Ja. Dann nehme ich halt den. Dann darf ich noch eine Person bewegen. Mhm. Und der ist ja benachbart zu einer Karte, das passt. Person bewegen. Und du kriegst zwei Münzen. Hast du genommen, ja. Also du hast behalten deine. Ja, hast du ja auch dafür genommen. Ich hab's doch nicht genommen. Und ich darf mal eine Person bewegen. Aha. Was mache ich denn jetzt mit dem Honk? Der geht nach oben. Warum sind denn jetzt nur Strände mit so Sammelpunkten? Das gibt's doch nicht. Kann man denn am Strand mal einmal seine Ruhe haben im Urlaub? Müssen da überall Leute rumschwimmen. Naja, es ist halt schon thematisch. Ne? Du siehst diese Karte, aus diesem Strand ist nichts los, aber du musst halt ständig Leute raufpacken. Ja. Das ist schon cool gemacht. Wenn ich gleich rüber schon sage, da, guck mal, hier ist wieder, was ist das? Private Beach. Dann darfst du, also für das Symbol da und da gibt es zwei Punkte. Der ist ja gar nicht so uninteressant, aber der bringt mir jetzt nichts. Einen roten, aber ich muss ja noch einen roten kriegen, ne? Ja, die roten sind gerade rar. Die roten sind gerade rar, aber ich will nicht schon wieder drei blaue irgendwo platzieren. Wir haben sechs Karten schon, ne? Die Leute. Also die sieben sind gerade in der Halbzeit. Ja, genau, ich ziehe jetzt die siebte Karte. Mhm. Ja, auf der anderen Seite eigentlich viel schöner gewesen, aber das bringt jetzt nichts. Mhm. Ich nehme den. Hast du den LKW genutzt gehabt? Habe ich genutzt gehabt, ne? Dann kriegst du einen Dollar. Dann kriegst du einen Dollar. Dann nehme ich den. Oh, die Hauptzeit. Da kommen drei Touristen. Und jetzt habe ich eine Karte, wo ich am Ende des Spiels für jeden Dollar immerhin noch einen Siegpunkt kriege. Komm, zwei. Die Strandhochzeit. Ein, drei Karten bewegen. Und dann darf ich noch zwei bewegen. Zwei. Bis zu war das immer, ne? Ich muss nicht drei Karten. Mhm. Ich glaube, bis zu, ja. Soll ich nachgucken? Ja. Mhm. Und jetzt hast du gar keine Sanddollar mehr. Na, ich habe zwei Sanddollar, aber. Willst du eigentlich? Wie weit bewegen könnt. Bis zu vier verschiedene Touristen, jeweils bis zu zwei. Ja, alles ja. Bis zu. Bis zu. Ich will nochmal eine Fußspur bewegen. Ja. Dann ist es eigentlich der. Dum, dum, dum. Ja, dann nehme ich tatsächlich den. Das würde irgendwie nicht sinnvoll. Ich muss den nicht angrenzen legen, ne? Löse tut man nichts. So,
heißt, ich könnte ihn auch einfach hier anlegen. Im Prinzip müssen muss man nicht. Könnte man alles. Jetzt einen blauen. Nicht an jedem Strand hockt wer, außer es ist ein Hai. Ich will das Fieder haben, ich zahle 2, nutze die obere Aktion, entferne auch mal 2 von meinen Touristen, die gehen mir auf den Sack. Erst will er sie haben. Nee, wollen sie haben. Und mach den Privatstrand hier, dann kriege ich nämlich schon wieder 2 Geld. Und der ist hier benachbart zu blau und der ist auch glücklich. Ja, einem glücklich. Einem glücklich? Und ich darf noch, nee, es war ja oben. Schade. Mist auch. Schade. Schade Schokolade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 Karten noch. Ist nicht die Welt. Ich bin nicht auf diese Wellendinger da gegangen. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Keine einzige. Der Matthias da so Wellendinge. 1, 3, 4. Der Matthias. 5. Hat sie den Zer- ne, die zählt nicht. Ja. Aber das macht, aber ich habe hier halt auch so ein Ding. Deswegen ja. Ist das doppelt so. Ist doppelt. Wer ist dran? Doppelt. Ich. Ich rätsel noch, was ich machen möchte. Dann kriegst du noch einen Dollar. Das ist der Dollar. Also das ist ein Disco in den Fahrradladen. Fahrradausleihe oder was? Wo kriegt man denn blaue her? Einheimische, okay. Weil ein Einheimischer ja die Fahrräder verticken muss. Ah, dann kriege ich jetzt beide. Mm-mm, das ist von oben genommen. Ah ja, hier von oben. So, 2. Einen Schritt bewegen. Dann bewege ich den einen Schritt. Und dann bewege ich den einen Schritt. Ja. Einer, 3 Schritte. Bitteschön. Da ist so ein Kettending. 3, aber du kannst auch mehr. Mhm. Aber Sportgeschäft ist jetzt auch nicht so einfach. Weil da liegen jetzt zwar gerade mal 3. Aber... Dann fährt der 2. Und ich darf dann noch. Entweder 2 Geld oder 2 Personen. Oder 1. Mach ich mal hier. 1. 1. Lass mal den VIP schön wandern. Herr Hesselhoff, ich habe einen Vertrag. Einmal einen Strand langlaufen. Schön bis dahin. Free Parking. John's Pizza. Ich darf so eine Person bewegen. Ja, ich krieg noch die Tippies. Eine Person darfst du bewegen. Nee, ach, den war noch. Nee, der war noch. Achso, okay, sorry. Alles gut. Links.
Schritte bewegen. Also mit Palmen kriege ich jetzt auch noch mehr. Dann würde ich den dann bewegen. Ein bisschen anders. Freunde, hat man Mannequin ohne Ende gekriegt. Jetzt liegt gerade keine einzige Karte. Vorhin wolltest du keine. Eben, du hast dir das schon entsorgt. Ja, du hast sie weggeschmissen. Hättest du sie mal nicht weggeschmissen? Hätte, hätte. Hättest du nicht vom Hof gejagt, wären sie noch da. Hätte, hätte. Eine darf ich noch bewegen. Und hier darf ich eine bis zu drei noch bewegen. Und ich gucke jetzt gerade nochmal, ob die Fußstapfen auch da sind, wo der Typ steht, aber ich glaube nicht, weil das war ja noch eine Frage, die du hattest. Ne, ich habe ja da zwei gehabt und dadurch war da eine. Wenn sich euer WIP auf oder durch, also tatsächlich auch da, wo er steht, darf man einen Fußstapfen platzieren. Dann wäre die Frage noch, haben wir darauf geachtet, dass auch von oben nur Karten mit diesen Symbolen genommen wurden? Wo, was wird? Ich habe das aus der oberen Reihe. Ja, nimmst. Also ich ja. Also ich habe es auch gemacht und hier steht es egal. Weil ich will ja auch genau die zwei. Ne? Ja, das ist schon richtig. Aber hier musst du aus der vorderen Reihe. Genau, nehmen. Da kannst du nicht aus der oberen Reihe nehmen. Ich weiß nicht mehr, das weiß ich jetzt nicht, ob ich da einmal nicht aufgepasst habe. Dafür tauscht er zwei Karten. Ich muss gerade überlegen, was du tauschst. Ach, das war ein Tauscher. Mhm. Ich habe den Tausch gar nicht gemacht. Aber egal. Ich glaube, ich habe eventuell mit der hier von oben genommen, aber nicht getauscht. Hier gibt es verdammt wenig Bewegungskarten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle haben wir 10. Ne? Kannst du ja auch da unten bewegen. Jetzt kann ich ja 2 bewegen. Ich brauche Figuren. Ich kann nur Figuren. Achso, warte, den muss ich noch weitersetzen. Ja. Meine Promenade ist sehr rechtslastig. So. Noch 3 Karten jeder. So, dadurch, dass ich den hatte, den versetze ich jetzt, darf ich noch einen Schritt einbewegen. Ich darf einen weiteren bis zu 4 Schritte bewegen. Nicht mehr 4. Ja. Welche Karte hast du genommen? Die. Wo war die denn? Da. Hi. Mir fehlen Bewegungskarten. Ja, ich brauche Ich habe jetzt nämlich die Personenkarte runtergeschoben. Die da links. Ja. Also rechts. Ja, habe ich aber nicht gesagt. Ein Tourist, 2 blauer. Und wenn 3 Kette. Man muss mindestens 3 Shops haben. Ach, die ist aber auch schwierig jetzt noch zu erfüllen. Die muss man dann tauschen. Selbst mit Tausch. Ich krieg wieder ein Rot. Oh, 3 blaue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Du bist fertig? Mhm. Ich zahle 2. Nehme die von irgendwo. Damit ich noch mehr bewegen kann. Dann einen bewegen. Plus die 2 von der Karte. Mhm. Die 2 von der Karte. Ach, du hast die Geldaktion gemacht. Das heißt, ich schicke die 3 da rein. Orangen. Ja, jetzt ist zu spät. Wandert ein. Jetzt ist zu spät. Ne, 5 Palmen kriege ich nicht mehr hin. 9,
Kein Stück. Dann nehmen wir die. Und zwei blaue. Jetzt muss ich sehen, dass ich noch Bewegungskram habe. Wie viel werden das durch uns? 12. 11, 12. Die eine noch. Nee, zwei noch. Ah, zwei noch, ja. Das Turn ist it. Ich glaube dann. Jo. Oh, das ist genug. Ich überlege, ob ich die mit den vier Touristen nehme. Glaube ich nicht. Das ist cool. Wie komme ich da ran? Zwei, dann darf ich es alle nehmen. Und ich habe noch eine Gratis-Aktion dazu. Ich darf mit einem zwei gehen. Aber erstmal kommen die vier Touristen drauf. So, jetzt darfst du mit zwei in eine gehen, oder was meinst du? Oder ja, mit zwei in eine gehen. Ja. Aber Farbe egal. Und der ja. Geht hier nur mit, also gehe ich mit dem jetzt. Hier rüber. Und mit denen könnte ich jetzt 8 mal ein. Bis zu 1. Machen wir mal. Das sind 4 mal. 5, 6, 7, 8. Ja, sehr gut. Kommt hier noch einer rum. War gut. Das ist gut gewesen. Kann man nicht anders sagen. Bin ich dran, ne? Also der Touristenscheucher. Ich zahle 2. Wer will Volleyball? Ich nehme wieder. Nein! Doch. Ich entferne 2 Touristen. Also hast du wieder eine Geldaktion also, gemacht? Ja. War das, welche hast du denn gemacht? Die da oben? Die obere. Genau. Nimm gezahlt, eine Karte aus der vorderen. Genau. Genau, und jetzt darfst du noch. Ich darf 2 tauschen, muss ich aber ja 2 nicht. 2 Karten. Genau. Ich entferne die Person. Und dann darf ich mit dieser Karte noch 1 bis zu 3 Schritte bewegen. Und dann bewege ich den 2 Schritte hier runter. Fällt er das denn dann da auch eine Fußspur eigentlich? Ja. Wenn er mehrere Schritte geht? Der Grüne, ja, ja. Auf jedem Ding. Dann ist Nummer 2. Der läuft da schön alles ab. So. Das ist nicht gut. Die stehen noch so? Ja. Ja, will keiner die haben. Gut. Anscheinend nicht. Die kriege ich zwar nicht mehr gewertet, aber ich würde einen Sanddollar. Das ist die letzte Karte, die ich jetzt kriege. Ich könnte auch die nehmen, ne? Aber die kriege ich halt auch nicht gewertet. Du bist schon bei deinen 14? Nee, ich habe 2, 4, 6. Doch, sind die 14. Das heißt, ich habe noch einen Zug und dann ist rum. Nee, warte mal. 6. Nee, 13 habe ich. Okay, also ich habe noch 2 Züge. Dann ist rum. Da komme ich ja nicht dran. Ich komme da nicht dran. Zahl 2. Nein, ich nehme die einfach. Ja. Biesele. Stückere. Ich habe 2 und 1 Schritt. Zum Glück ist die drüber genau die gleiche Karte. Ja. Dann bewege ich den da rein. Ja, und den da hin wird das nicht. Ah, man darf bei Spielende noch bewegen. Das ist ja spannend. Was? Hatten wir irgendwie nicht auf dem Schirm. Bewegung 3, Bewegung 1. Ne, hatten wir nicht auf dem Schirm. Darf ich sie auch raus aus meinem Feld bewegen? Nee. Dann würde ich das. Erst Partie. Ja.
Ich hatte hingestellt. Dann darf ich noch zwei bis zu zwei Felder bewegen. Eins, zwei. Also keinem Dings, ne? Ja, scheiße. Und da kommt noch ein Dings. Und du hast auch keinen Dings. Was habe ich keinen? Außerhalb. Doch einen jetzt, aber wir dürfen ja jetzt angeblich noch bewegen. Ja, ja, sag ja, ist kein. Verdammt, ja. Hast du keinen Platz oder was? Nee. Hast du keine Touristenattraktion? Das nicht, aber ich hätte auch keine Bewegung gemacht. Guck mal hier, am Strand, da kannst du beliebig viele unterbringen. Massig. Drei steht da. Nein, du kriegst drei Siegpunkte, beliebig viele ist das ein Feld. Das ist ja eklig. Könnte ich 20 hinstellen. Du bist halt, was hast du für einen Scheißstrand da? Ja, das ist scheiße. Und daneben gleich ein Privatstrand. Ja. Das ist ja auch egal. Neuer da, einquetschen. Da, beliebig mindestens drei, oder? Nee, nee, das stand beliebig. Boah, da stand mindestens drei, sonst kriegst du alles auf den Nass. Standard, habe ich gelesen. In der englischen Anleitung steht das so. Ich zeig dir es. Sie ist maßgeblich, glaubst du nicht, hast du nicht. Ne? Bewege bis, ihr dürft bis zu, unabhängig von deren Entfernung, nee, das ist was anderes. Was ist denn hier so ein Kringel? Für diese Karte zum Beispiel wird mindestens eine Person für die Wertung benötigt und gibt drei Punkte. Danach können beliebig viele in diesem Runkel. Also allerdings gibt es mehr als gibt es nicht mehr als drei Punkte. Ne? Ah, nicht mehr. Also, das hat nur auf diese Wertung. Maximal drei. Ja, ich wusste nur, dass irgendein Stückchen was mit. Und dann gehen wir mal die Punkte durch. Warte, ich habe einen Block. Sehr gut. War der dabei? Ja. LMAA. Ja. Dann fangen wir mit L an. Name des Programms. Zählen quasi die Kringel, oder? Ja. Also da einmal vier. Mhm. Für den einen. Dann hier nochmal 4 für die 3. Sind 8. Dann hier 3 für die 3, sind 11. Dann habe ich hier 4 für die beiden. 15. 15. Hier nochmal 2. 16, 17. Und den habe ich nicht. 17 insgesamt. Ach, da fehlt einer. 17. 17. So. 15. Habe ich? Sehe ich. Du hast 15. 3. 5. 7, 11, 13, 16. 15, 16, 17, okay. Ja. VIPs. Ja. Da gab es Punkte? Für dein Startplättchen. Ja. Jedes besuchte. Bei mir sind 6, weil bei mir jeder Strand zählt. Und diese müssen von VIPs besucht sein, ne? 1. 8. 4. Oh, das ist nicht gut. 4. 8. Mhm. Im Visitor Center habe ich nämlich sogar Doppelsymbol. Ja, das ist nur 1, 2, ja, kommt nicht mehr hin. 3, 4. Das ist halt der Copperfield und du hast da halt, weiß ich nicht. So, oben. Was heißt oben? Naja, hier diese Siegpunkte wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. Was heißt 1, 2, 3? Was heißt 1? Achso, das sind die, alles klar. Ja. Okay, oben. Da, mindestens 3. Habe ich wohl. 1, 2, 3, 4. Habe ich 4. Und den habe ich aber nicht erfüllt. 2 oben. 2 oben, Laura hat nichts, ne? Oben habe ich nichts, da ich habe alles unten. Unten. Den habe ich nicht geschafft. Über den habe ich geschafft. 3. 6, 7. 8. 15. 3 und dann habe ich den hier, das ist auch 2 und den habe ich auch. Zack, zack. Was war das? Das zählt aber immer nur einmal, ne? Also einmal, ja, und 2, genau. Genau, aber sind wir ja Welle, Welle? Ne, du brauchst ja nur eine Welle. Und du kriegst auch nur einmal die 2. Achso, eine Welle, ja. Das war ja das, was. Achso, ja, ich schon einmal kein Dings. Und das hier ist Pro, ne? Das hier ist Pro. Ne, du hast doch vorhin gesagt, nicht Pro. Hier steht 2 Pro Touristenattraktionen, nicht Pro bei. Warte mal, wo ist es denn? Bei dem Nachbarding? Bei den Nachbarding nicht. Das hier ist Pro. Das ist schlecht gemacht. Da hast du ja einige. Das nur, es muss einmal sein. Da ist es einmalig, wenn du eine Kette hast. Mehrmalig, wenn du das, wenn du das und hier ist es Pro, das sind Pro. Dann zähl deine Dinger. Pro, oh, die da angrenzen oder was? Oder nee, pro insgesamt? Egal. What? So. Das ist dasselbe, was er da hat mit Welle. Irgendwo hat es das. Nee, das war Kringel hier.
Das ist eine Kette. Das ist eine Kette und du musst mindestens drei haben. Pro tatsächlich. Pro zwei, ne? Ein Punkt pro zwei. Ja, aber nur eine halt, ja. Ein Punkt pro zwei Dinger. Okay. 2, 4, 8. Was ist denn? 3, 8. Mach ich gleich noch. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jetzt der. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nein, pro 2. Durch 2. Pro 2 Symbole ein. Ja. Verdammt. Was habe ich jetzt? 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 16, 17, 18. 18, der eine zählt nichts. Ja, gut, so viel ist er da nicht. Okay, also ich habe den hier nicht. Ich habe hier einmal die 5. Dann habe ich hier einmal den benachbarten 6, 7. Eine Kette aus 5 macht also 12. Und hier benachbart sind nochmal 3, sind 15. Dann. Ja, das ist nicht gut. So, dann pro Welle in deiner längsten Gruppe. 1, 2, 3, 4. Ich habe auch 4. Einen Punkt, oder was? Mhm. 2. 2 Siegpunkte pro Karte in deiner längsten Kette. 10. Das dürfte die hier sein. Aber ist die Kette nur, wo auf dem Kettensymbol dran steht, oder egal was ist? Oder wenn es einfach verbunden ist? Nee, längste. Ist? Längste. Achso, wo Kettensymbol ist. Achso. Ja, ja. Ich guck. Dann wird es wahrscheinlich, das wird bei mir keinen Unterschied machen, aber du hast recht. 2 pro Kette in eurer größten Kette. Sucht eure längste Kette mit Ortskennzeichen ausgeschlossen Wellen und erhaltet 2 Punkte pro Kennzeichen. Ausgeschlossen Wellen. Das Kettensymbol muss dabei auf keiner Karte zu sehen sein. Och, na, hätte ich das gewusst. Dann hätte ich das anders platziert. Dann was? 2 Punkte pro... 10, das reicht aber. Pro Kennzeichen auch noch. 3, 4, 5. Habe ich 10. 2 Punkte pro. Ah, das soll Kennzeichen, nicht Karte heißen. Pro Kennzeichen. Ja, hat ja da 2 drauf. Ja, okay, das ändert natürlich nichts. Du hast 10? Mhm. Ich habe 0 Unplatzierte. Du hast 0 Unplatzierte. Du hast auch 0 Unplatzierte. Aber ich habe 2 Unplatzierte. Das ist noch minus 4. Was ist denn, wenn ihr beide die zweitmeisten habt, aber wenn ihr gar keine habt? Wir haben keine. Ja, ist die Frage, kriegt ihr jetzt die 2 Minuspunkte oder kriegt ihr nicht? Nein, wir haben ja keine. Wir haben ja keine. So. Wir haben einen sauberen Strand. 14, 29, 35. Hatte ich die irgendwo hinkotzen, habe ich hier zu dem Strand geschickt. Ali ist der Sieger. Sehr schön. 2, 4, 11. Für diese Dinger hätte man auch noch Punkte gekriegt. 15. Wenn du hier unten was hast. 35. 14. 28, 32, 42, 52, 57. Ja, okay, wie gesagt, Erstpartie darf man nie vergessen, ne? Auch wenn das Spiel jetzt älter ist. Ich persönlich finde es unglaublich gut, also genau das Spiel, was ich so mag, habe aber auch Kritikpunkte. Ich habe im Internet gelesen, ein paar fanden die Optik nicht schön, ich finde die Optik vollkommen in Ordnung, macht genau das, was sie soll, hat überall so Hidden Gags drin, die vielleicht sogar teilweise auch am Strand sind. Ich war halt noch nicht in Santa Monica, ob es da wirklich einen John's Pizza gibt. Wäre ganz lustig, wenn das so wäre. Ich könnte es mir sogar vorstellen, dass da jemand recherchiert hat. Was ich extrem störend finde tatsächlich, da wurde redaktionell an was nicht gedacht. Ich finde das Symbol mit benachbart gut, aber das Doppelpunkt hätte ich weggemacht. Wenn eins benachbart davon ist, 2 Siegpunkte, Doppelpunkt weg. Genauso wie hier bei der Kette. Wenn du 3 hast, kriegst du 4 Siegpunkte. Und dann hätte man hier das Doppelpunkt gesagt, pro, dass man das erkennen kann. Weil die sehen für mich alle gleich aus mit dem Doppelpunkt. Ja. Woher, da muss man das oft gespielt haben und sich merken, das gilt pro Symbol, das nur einfach, das dreifach. Und wenn das andere wieder da ist, zählt es auch rüber. Da hätten sie sich was Besseres einfallen lassen müssen. Das finde ich ein bisschen unglücklich. Immer den Doppelpunkt finde ich nicht gut. Das Gleiche gilt ja hier auch nochmal. Genau. Pro in deiner längsten Kette, aber es muss kein Kettensymbol dabei sein, finde ich sehr ungewöhnlich. Da hätten sie hier nicht Kette machen sollen, sondern vielleicht einfach mehrere von so Symbolen, um das irgendwie, oder ausschreiben, ich weiß nicht, das ist nicht ganz so ideal. Ich meine, es steht ja in der Anleitung, aber gerade in der Erstpartie ist das natürlich sehr hinderlich. In der Zweitpartie würde man die Leute darauf hinweisen, aber wenn man es das erste Mal spielt, ist das sehr hinderlich. Ansonsten habe ich nichts zu meckern, ich finde das total cool. Ich weiß nicht, warum der VIP vielleicht noch eine Halskette bekommen hat. Wäre ja doch thematisch passend gewesen.
Aber ich finde es schön. Also hat mir sehr gut gefallen. Es gibt auch hier könnte man wieder anbringen, es gibt nicht so viel Interaktion, aber dafür, dass es keine gibt, hat der Matthias sehr oft geflucht hier in der Mitte. Ich glaube, die Interaktion war genug für ihn. Und ich finde es optisch schön. Also ich finde es gut. Gefällt mir. Würde ich jederzeit wieder mitspielen. Sehr gutes Spiel. Laura? Ja, ich fand es nett. Mich hat es jetzt nicht so umgehauen. zum einen, weil ich auch die Symbolik schwierig fand, also nicht eindeutig fand, und sowas nervt mich immer, wenn ich dann nochmal kurz überlegen muss, wie optimiere ich das ja, jetzt, und dann kommt man durcheinander und dann macht man Fehler, und sowas finde ich blöd. Und ich fand, es gab zu wenig Möglichkeiten, die Personen zu bewegen. Also ich fand es sehr statisch, was die Personen betrifft. Man hatte wenig Möglichkeiten, die überhaupt zu bewegen. Nur wenn es mal zufällig auf einer Karte war, und es waren jetzt gar nicht so viele Karten da, die es gab, aber halt eine Person, ein Feld mit diesem Gourmet, finde ich persönlich ist zu wenig. Und dann gab es ja noch die Option mit den Sanddollars kaufen, aber das ging ja auch nur, wenn dann in der oberen Reihe auch tatsächlich eine Karte mit dem Symbol lag, dass man die überhaupt nutzen konnte. Also wenn es noch so ein Mechanismus wie bezahle 2 Sanddollar und bewege 2... Was haben denn die anderen da drauf? Bewege 2 Männchen, dann wäre das irgendwie noch cool gewesen. Also mir hat es zu wenig Möglichkeiten gegeben, die Männchen zu bewegen, und deswegen fand ich es an vielen Stellen hat es so gehakt, dass man nicht so konnte, wie man wollte. Also mich hat es eher frustriert, auch wenn ich es optisch ganz nett gemacht finde, auch von der Idee her schön finde. Auch cool finde, dass nicht jeder das gleiche Ziel hat, dadurch, dass die Startplättchen unterschiedlich sind. Das hat mir gut gefallen. Finde ich auch im Vergleich zum Beispiel bei Seven Wonders immer cool, dass nicht jeder die gleiche Base hat. Müsste man jetzt vielleicht nochmal spielen, aber jetzt in der ersten Runde hat es mich eher ein bisschen frustriert beim Spielen, obwohl ich es von der Idee her ganz nett finde. Aber für mich jetzt kein geiles Spiel, wo ich sage, boah, muss ich unbedingt nochmal spielen. Ich gucke gerade, ob es noch eine Karte gibt, die auch bewegen lässt. Verstehe ich aber. Ja. Wir gucken hier nochmal so ein bisschen, was hat, aber anscheinend macht man wirklich Bewegung viel über diese Plättchen, und das ist eben im Zweifel echt teuer. Es gibt das hier auch mit anderen. Nicht nur teuer, vor allem, man konnte es, selbst wenn man Geld hatte, ich hatte irgendwann 6 Sanddollar, man konnte es einfach nicht nutzen, weil in der oberen Reihe oder auch in der unteren Reihe einfach gar keine Karte mit diesem Symbol lag. Es gibt tatsächlich ein Plättchen, zahle 3 Geld, nimm eine Karte aus der hinteren Reihe und bewegt 4 Männchen ein Feld. Ja, es gibt die. Ne, also, oder hier zahle 2, nimm eine Karte aus der vorderen Reihe, tausche 2 Karten in deiner Stadt und bewegt 2. Also es gibt einige Bewegungen. Du kannst auch 2 bewegen, ne? Nimm einen Dings von irgendwo, gut, da musst du wieder aufpassen. Die Frage das ist, war das, ne? 4, nimm eine Karte aus der vorderen Reihe und bewegt einen dahinter. Oder zahle 3, nimm eine Karte aus der hinteren Reihe, bewege 4 einmal. Ja. Da kannst du 3 Touristen ein Feld bewegen. Also du machst tatsächlich anscheinend relativ viel Bewegung hier rüber und wenig hier drüber. Definitiv. Das ist tatsächlich ein Punkt. So viel Bewegung haben wir hier gar nicht liegen. Ne? Also nee, der, gar nicht. Der kam hier halt rein, wenn hier 4 Personen rein und 8 dürfen sich bewegen, der war gut. Aber so viel Bewegung gibt es nicht. Nee, hast du recht, ja. Ich mag Spiele, wo man sich mit Karten eine Auslage aufbaut. Ich finde das wirklich schön. Du hast die Illustration angesprochen. Ich habe, als ich die Karten gesehen habe, gedacht, ja, netter Zeichenstil, vor allem die Strandkarten, ne? So ein netter Zeichenstil, aber da ist nichts. Aber sie ist extrem funktional, weil es eben wirklich so ist, die Strände sind leer und du packst ja die Figuren drauf, und wären diese Strände jetzt schon irgendwie voll illustriert durch irgendwelche Touristen oder was auch immer, dann wäre es nachher total wuselig in der Optik. Das heißt, gerade die Strandabschnitte müssen eigentlich leer sein, um da was zu haben. Im Gegenteil, du hast nachher schon eher, es passt natürlich thematisch mit dem Fahrradverleih, aber du siehst schon schwierig, dass dein Kreis ist. Gut, dass die Wertung über ist, dann kannst du es erahnen, ne, dass da einer sein muss. Aber eben, wenn das, je voller das ist, desto schwieriger siehst du die Kreise tatsächlich. Ja. Insofern ist es eigentlich sogar gut, dass die Strände so sind. Das gefällt mir wirklich gut. Die Mechanismen sind schön, du hast eine Menge Auswahl dabei, hast also 3 verschiedene Endplättchen, du hast hier 8 verschiedene Möglichkeiten, die Karten zu legen, hast noch 3 andere Startbedingungen. Also Varianz ist genug dabei, Optik ist für mich ansprechend und ich mag halt einfach solche Spiele insofern. Ich fand es wirklich gut. Aber ja, Bewegung ist frustrierend. Das stimmt absolut. Vielleicht gibt es hier eigentlich auch so eine Anspielung auf den Ballermann oder so. Also sehe nicht Ballermann, aber nee, gibt es nicht. Und ansonsten, ja, ich hatte genug Interaktionen, denn mir sind, glaube ich, 3 oder 4 Mal Karten weggebrochen, die ich viel sinnvoller hätte benutzen können. Also insofern, ja. Tut mir auch ein kleines bisschen das rein. Ist alles in Ordnung, so ist das Spiel. Das muss ja so sein. Ich fände es halt schöner, wenn Gäste mit mir gegen Andi spielen. Aber sei es drum, auch diesen Loser-Button nehme ich. Schön, hier ist ein Platz, wo Leute Pool spielen. Ist auch ganz nett. Ich kann ja auch verstehen, der Nachteil ist irgendwie, ich fahre wieder nach Kiel, Andi legt dich aber nicht mehr ein.
Insofern ist hiermit eindeutig bewiesen, dass ich im Nachteil bin. Wir haben zu wenig Board- und Geospiele hier. Ja. Aber auch schön. Da sieht man immer so die unterschiedlichen Geschmäcker, was ja auch bei Spielen komplett normal ist. Wir hatten gestern eine spannende Frage von einem Zuschauer, haben uns sehr lange mit ihm über Kickstarter und sowas unterhalten. Mit der Zuschauerin. Zuschauerin, genau. Und da war eine die Frage, also ist es keine Garantie bei Kickstarter, wenn 6000 Leute was plätschen und dass es ein gutes Spiel ist. Und dann haben wir kurz geschmunzelt und gemeint, nee, natürlich nicht. Gerade beim Spiel, selbst wenn einer es mag und sagt dir, das ist geil und dann spielst du es, ist ja keine Garantie, dass du es magst. Ne? Kann ja gar nicht sein. Ja, wie ein Buch oder Film. Die Geschmäcker sind so unterschiedlich. Und je nachdem, mit wem man auch was spielt, also mit Laura Wortspiele, macht es ein ganz anderer Spaßfaktor als mit anderen Leuten zum Beispiel. Gut, dann mache ich mal den Stream zu. Ich glaube, eine Partie schaffen wir noch vorm Abendessen.